Hallo, ihr wundervollen Seelen. Schön, dass wir hier zusammenkommen. Ja, ich habe lange überlegt, wie ich es nennen soll. Also, wir haben heute den 8.8.2023, Öffnung des Löwentors. Aber es ist kein Portaltag wie die Portaltage, die im Maya-Kalender schon erwähnt wurden. Das ist ein Unterschied. Wir haben am 5. Portaltag und am 10., aber am 8.8. ist eben keiner. Und da möchte ich ganz deutlich, möchte ich das sagen. Dennoch öffnet sich jedes Jahr am 8.8. das Portaltor des Löwen. Und da schauen wir jetzt rein. Und ich nehme von Jerome Marchetti das Gilded Reverie Lenormand-Kartendeck. Und ich lege das Portal. Hier gibt es Möglichkeiten, um neu zu beginnen, weil sich etwas öffnet, die Energien sprudeln durch dieses Tor durch. Und das sehe ich gerade wirklich ganz deutlich. Ihr Lieben, es ist eine allgemeine Legung, es kann nicht für alle zutreffen. Das muss es auch nicht. Dankeschön. Das möchte ich in die Mitte legen. Das ist der Brief, der hier geschrieben wurde, der eventuell einen offiziellen Charakter hat. Es kann aber auch einfach nur, in Anführungsstrichen, ein Brief eines Freundes sein. Wir schauen mal rein. Was dürfen wir jetzt wissen? Hier haben wir den Schlüssel. Wir haben die Eulen, die für die Weisheit stehen, und wieder der Brief. Jetzt muss ich das kurz erklären. Ich habe dieses Kartendeck, das ist zweimal das Kartendeck von Jerome Marchetti, einmal mit Sonderkarten und einmal ohne Sonderkarten. Deswegen sind die ersten 36 Karten zweimal enthalten und die Sonderkarten nur einmal. Wir schauen weiter. Es ist der Reiter gefallen, der Berg. Seht ihr, wie dieser Berg dem Pferd den Untergrund gibt zum Reiten, zur Fortbewegung? So reitet er auf dem Regenbogen. Das tut er so auch, aber hier gibt es dennoch jetzt einen stabilen Untergrund. Dieser Berg steht nicht für die Blockade. Er bietet dem Pferd einfach die Möglichkeit, des sicheren Weiterkommens, so kommt es mir rein. Und wir haben mit den Störchen die positive Veränderung. Jetzt lege ich auf der Seite die Sense, die roten. Wir haben die Öffentlichkeit, der Park. Wir haben auch hier zweimal die Störche. Wir haben hier den Anker und wir haben die Masken. Und darunter haben wir auch hier die Sense. Ganz viele doppelte Energien. Doppelte Energien empfinde ich jetzt hier als sehr kraftvolle Energien, als starke Energien. Und hier unten das Fundament dieses Portals, nämlich die weiße Eule aus dem Königshof Orania Verlag. Und auch hier mische ich, bis eine Karte raushält. Dankeschön. Ich habe jetzt überlegt, ob ich sie liegen lassen soll, aber Sie sagen, ich soll sie so hinlegen. Dass dieser Brief an diesem Blumenstrauß hängt, so wir schauen hier. Hier haben wir die Lilien, wir haben die Wolken. Und wir haben das Buch. Und unten drunter haben wir die Wege, ihr Lieben. Also, mein Portal ist fertig. Kern dieses Portals ist dieser Brief, der an einem Blumenstrauß hängt. Es ist eine Einladung. Es ist aber auch ich habe das Gefühl, hier wird durch diesen offiziellen Charakter, der durch dieses Siegel hier drauf ist, etwas abgeschlossen. Es wird etwas abgeschlossen, es wird etwas versiegelt. Ich habe das Gefühl, als wenn hier vielleicht auch
wie soll ich das sagen, eine Scheidung durchgeht oder eine gerichtliche Geschichte geklärt wird oder ein Mietvertrag unterschrieben wird oder eine Kündigung angenommen wird, ausgesprochen angenommen wird. Irgendetwas vollendet sich hier. Irgendetwas vollendet sich, das aber offiziellen Charakter hat, sehr offiziellen Charakter. Ich möchte erst auf das Fundament eingehen. Das Fundament wird gebildet durch die Lilien, durch die Wolken und durch das Buch. Die Lilien stehen hier für die Familie, für die Harmonie, für die Schönheit, für die den Zusammenhalt, das Zusammenkommen auch. Die Wolken hier ist die dunkle Wolke, die ist noch in Richtung diese Einladung oder dieses Blumenstrauß mit dem Brief gerichtet. Das heißt, es ist noch nicht zu sehen. Aber ich muss auch gestehen, ich drehe natürlich das Orakel vor. Wir haben heute noch nicht den 8., wir haben den 6. Es ist Sonntag, der 6. und es regnet draußen. Und es ist tatsächlich so, dass hier diese Reinigung, dieser Regen, diese dunkle Wolken, da kommt Reinigung raus. Und ich habe das Gefühl, dass hier dadurch, dass sich hier etwas vollendet, auch eine gewisse Reinigung in dir stattfindet, weil du sagen kannst, ja, es ist jetzt, das Buch ist geschlossen, es ist jetzt vorbei. Auch der Schlüssel schließt etwas ab. Es ist unheimlich viel Kraft hier mit Abschluss. Hier haben wir die Eulen. Ich habe gestern von einer Trennung gesprochen. Hier haben wir die Eule und die eine Eule fliegt weg. Seht ihr das? Ich sehe auch hier nicht einen, es geht nicht um die Trennung, sondern es geht um die Vollendung dieser Partnerschaft oder die Vollendung dieser Situation, dass hier der Arbeitnehmer wegfliegt vom Arbeitgeber, dass das Buch dieses Arbeitsverhältnisses geschlossen wird. Und das kommt jetzt hier mit großen Schritten in Bewegung und zwar auf stabilem Untergrund. Und es geht dadurch in die positive Veränderung. Dieser Storch hier gibt einen Ast seines Nestes nach oben in diese Energie, die hier für die Bewegung steht, für die Bewegung dieses Abschlusses, für diese Bewegung, dass hier etwas zugeschlossen wird. Und wir haben hier die Sense. Die Sense steht für die Ernte. Sie steht aber auch für die Verletzungen. Und vielleicht gab es hier Verletzungen. Verletzungen, die jetzt abgeschlossen werden. Mit einem wirklich guten und stabilen Untergrund. Wenn es hier wirklich um ein Scheidungspapier geht, dann ist es aber für die Kinder gesorgt. Diese schlechte Energie ist bereinigt und es ist wirklich so, dass diese Wolken hier wirklich genauso liegen müssen, damit sie sich ausregnen, damit es gereinigt wird. Diese Situation wird gereinigt. Und dann können hier neue Wege gegangen werden. Dann können hier, kommt die Ernte oder die Gespräche, die geführt werden, das ist dann die Ernte, die sich hier zeigen, die sich in der Öffentlichkeit zeigen. Und hier haben wir auch diese positive Veränderung. Aber im Gegenzug, wie hier ist das Nest zu sehen, hier ist das Nest nicht zu sehen. Das heißt, die positive Veränderung findet statt in der Tiefe. In der Tiefe der Gefühle. Die Gefühle werden bereinigt. Die Gefühle ist so, dass hier keine Wut, kein Groll mehr ist. Es ist hier, wisst ihr, es gibt diese eine Karte mit der Taube, die für diesen ganz tiefen Frieden steht. Und genau das passiert hier. Du kommst in diesen tiefen Frieden. Du lässt es einfach gut sein. Du oder dein Gegenüber. Und das ist natürlich, wenn dieses Löwentor sich jetzt öffnet und diese Energie dieses Friedens hier durchkommt, ist unfassbar gut. Und es ist, ich spüre es ganz deutlich, nicht nur bei dir so, es ist auch im
weltlichen so, es ist im globalen so. Hier werden neue Wege gesehen. Gesehen, die dann auch gegangen werden können. Und die Masken bieten hier Möglichkeiten. Die Masken heißt nicht, dass hier jemand eine Maske aufsetzt und ein falsches Spiel treibt. Nein, ich will nicht sagen, die Masken fallen, aber ich fühle ganz deutlich, dass die, so wie diese positive Veränderung, dass der Anker hier hochkommt, dass die positive Veränderung hochkommt, sich zeigt, durch die Gespräche in die Ernte geht, so zieht dieser Anker diese Maske einfach mit runter. Das ist die negative Energie. Aber es heißt auch, dass sich hier die Gesichter verändern. Dass es eben von den Sorgenfalten, von dem Groll, von dem Neid, von der Missgunst sich verändert in das Freundliche. Weil sich der Kern verändert. Hier wird etwas abgeschlossen im Inneren. Eine traumhafte Energie, eine wirklich schöne, schöne Legung. Und ich wünsche jedem, dass er hier dabei ist, weil es eben wirklich auch um die Tiefe geht, um die Reinigung, um das gute Abschließen einer Situation. Ich danke euch, ihr Lieben, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Ich danke euch von ganzem Herzen für jeden Kommentar, für jedes Teilen, jedes Liken. Und ich danke euch, ich sage es ganz offen, ich danke euch für jede Spende, die auf meinem Konto ankommt. Es ist so eine Wertschätzung, die ihr mir entgegenbringt, durch die Kommentare, aber auch eben durch die Spenden, durch den Blumenstrauß, der hier abgegeben wird oder durch das kleine Geschenk, was in der Post liegt. Ich danke euch von Herzen für so viel Wertschätzung. Und ich hoffe nur wirklich, dass ich euch die entgegenbringen kann, zurückgeben kann, weil es ein wundervolles Gefühl ist. Ich wünsche euch einen tollen 8.8. und ich wünsche euch, dass ihr das Licht dieses Tores seht, dass ihr durch dieses Tor durchgehen könnt. Macht's gut. Ciao.